Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Europa Universalis 4 mit Köln. Ja, das sieht ja jetzt alles nicht so rosig hier aus gerade, ne? Ich glaube, da können wir noch was ein, genau. Läuft gerade nicht gut, wie wir sehen, aber ja, wir wollten noch Hessen angreifen. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Die Truppen ein wieder. Ja. Bilanz ist positiv. Kurz einmal durchgeguckt. 866, das ist schick. Ja, wo ist denn Hessen? Nicht dabei, oder? Die sind auch gerade am Boden, ne? Na, ist jetzt auch egal. Bilanz ist knapp plus noch. Sieht's denn hier aus? Also wir hatten gerade erst ein Dingens aufgenommen, Darlehen, um die Soldaten zu besorgen. Gut, speichert ab. Gucken wir gerade weiter durch, da passiert noch ein bisschen was. Hier auch. Ja, das ist Gelder. Das ist weit weg. Steigern können wir nicht, weil wir plus 3 haben. Das ist 0, das sieht auch gut aus. Oh, da ist irgendein Krieg zu Gange. Brandenburg hat uns den Krieg erklärt. Na super, das ist unser netter Freund, den wir immer als Verbündeten hatten. Und jetzt kriegen wir einen Krieg mit ihm. Nett, oder? Haben wir überhaupt Verbündete? Das ist die nächste Frage. Ne? Wir haben gar keine mehr wahrscheinlich. Wir stehen alleine da, deswegen läuft's auch so schlecht. Ja. Jetzt überrennen die uns wahrscheinlich, ne? Ja, wir müssen sie angreifen, hat ja anders keinen Sinn, ne? Hoffentlich kommt da keiner und zur Unterstützung, denn das wird auch noch passieren. Und außerdem sehe ich gerade, wie unsere Truppen runtergemetzelt werden, weil wir einfach technisch überhaupt nichts haben, ne? Das sieht ganz schlecht aus. So, dann sind die in Kleve zu Hause, auch schön, ne? Und da kommen 20 Polen, die wahrscheinlich auf der Seite der Polen aus Brandenburger auch sind, ne? So, das war's dann wohl sozusagen, ne? Ja, da werden wir nicht mehr ganz viel machen können, ne? Ja, haben wir irgendwo Leute, die ein Bündnis mit uns eingehen könnten? Wahrscheinlich noch nicht mal das. Gelder. Bündnisaktionen. Nö, die wollen jetzt kein Bündnis mit uns, ist auch klar, ne? Was hier mit Burgund? Das wäre sogar 36, wird auch besser. Können wir noch nicht mal ein Bündnis anbieten. Ja, die Aachener wollen auch nicht, obwohl die Plus sind. Bündnis anbieten, da würde was gehen, wenn... Ach, Minus haben wir die Meinung. Und unsere Meinung ist Minus. Einflussaktion. Erzwingen, Beziehungsaktion. Beziehungen verbessern. Machen wir doch mal, oder? Irgendwie brauchen wir auf jeden Fall einen starken Nachbarn. Da können wir rüber jetzt. Aber bringt uns auch nicht so wirklich was, ne? Weil... Ja, ist halt etwas schwierig. 7 Stück da wieder, ne? Die haben wir keine Chance dann auch, weil die einfach technisch besser sind. Ja. Dann verlieren wir Brandenburg, können wir dann abgeben. Dann haben wir ja viel Völker, ne? Kleinlehen, ja. Ja, da ist verloren, Brandenburg, Kassel, irgendwie, die haben zwar 6 da, aber wenn wir da mit unseren 7 wieder reingehen, dann bringt das auch nichts, weil die verlieren wir ja gleich, ne? Da kommen nochmal 28, brauchen uns keine Gedanken drum machen, ne? Die marschieren sogar durch.
Moldau und Polen. Die greifen Würzburg an. Auch schön, ne? Da rücken nochmal 16 nach. Da machen wir uns keine Gedanken also drum. Das wird dann alle nichts werden, ne? Ja, da kommt das Friedensangebot und wir können Brandenburg abgeben, ne? Momentan, die werden uns überrennen, ne? Ja, machen wir. Hat ja keinen anderen Sinn. Ja. Haben wir kein Geld mehr. So, jetzt haben wir da oben zwei Ländereien, da unten welche. Hinkommen tun wir nirgendwo mehr. Diplomatie. Das ist keine Verziehung. Zugangsaktionen werden wir nicht gewährt kriegen. Passt. Kriegen wir auch nicht. Kommen wir also gar nicht hin. Ja. Im Endeffekt müssen wir Paderborn kriegen, um unser Land wieder zu einen. Und Krieg kann man gegen die erklären, in Hanse, Friesland und England, da brauchen wir also auch nicht drüber nachdenken, ne? Ach, das ist schade. So, gut. Okay. Neue Tuchwaren, okay. Sieht es mit denen aus? Lüttich, Württemberg und Anhalt. Bündnis geht nicht, ist klar. Mit den Hessen könnte man noch ein Bündnis eingehen, wenn. Aber das ist ja auch nicht jetzt sinnig, ne? Mit wem wären die denn, wenn wir da Krieg führen würden? Österreich ist da auch bei. Okay. Bringt also auch nichts. Wie sieht's bei denen aus? Nassau, auch Österreich bei. Was kommt da? Ja, das nehmen wir mal an von Mainz, ne? Ist ja schon mal etwas. Ein Bündnis mit Mainz ist zwar jetzt nicht, aber 6 Truppen haben die auch, ne? Kommt noch ein Bündnisangebot. Nee. Militärzugang. Och, das akzeptieren wir. Lass die doch durchlaufen. Die Hanse bringt uns jetzt auch nicht weiter da. Zugangsaktionen gehen nicht. Also erledigt. Hessen, Zugangsaktionen erledigt. Zurück. Da gibt es auch keine. Ja, sieht gerade ziemlich mau aus, ne? Was mit Münster? Da wollen wir auch nichts gucken. Utrecht, Lüttich und Frankfurt wären das. Burgund läuft da durch. Ja. Können in der Technologie arbeiten, machen wir auch. Okay. Kann nun Gericht bauen. Und das mit dem Bauen, das ist ja hier, aber das können wir uns nicht leisten, ne? Lokale Unruhen werden da weggehen, okay. Ja. Wenn die nicht mehr mit den Engländern wären, dann wäre das noch was. Aber die sind nun mal mit den Engländern zurzeit verbündet, ne? Das hier, Oldenburg, ja. 7 Truppen haben die dann da. Köln. Die Hanse hat die Durchgang? Ja, die haben Durchgang.
Hier ist Lüttich unterwegs, oder? Ja. Da können wir nichts ausrichten. Sieht es hier aus? Auch die Österreicher bei. Da sitzen die Polen drin. Greifen die die Hessen an? Ja. Polen und Schweden sitzen damit hinter. Und wir können nur Mainz rufen und die würden noch nicht mal kommen. Wir kommen da noch nicht mal hin, das ist das nächste, ne? Religiöse Unruhen, wir können schon wieder was investieren. Das bringt uns aber hier nicht gerade viel, ne? Schiffsbau ist jetzt nicht so wichtig, weil wir gar keinen Meerzugang haben, ne? Und dann haben wir hier noch die Arke Bose. Acht, neun und dann fünf. Ja, dauert noch, ne? Tja. Die werden uns auch Pelz rücken noch. Wer läuft da durch? Sind wir da? Magdeburg akzeptieren wir. Anhalt akzeptieren wir. Sachsen akzeptieren wir. Die sollen sich mal gegenseitig ruhig die Köpfe einhauen. Auch. Gut, was ist das? Nationale Entscheidung verfügbar. Machen wir mal Pause. Okay. Dann machen wir das da, oder? Und das andere auch. Ja, schön. Oh, das ist gleich fertig hier. Lass mal dann gerade weiterlaufen. Im Stufe 8 von 10. Okay. Dann fehlt da noch 3 Points. Da sind sie. Die Jungen können dienen. Ja, kommt, zack. Jetzt konnten wir natürlich das andere nicht machen, ne? Hier unten. Naja, ist aber egal. Okay. 20%. Dann wird das hier schneller besser, oder wie ist das? Weiterlaufen lassen. Ja, die klopfen sich da unten auch gegen die Pfalz. Wer ist da drinne? Besetzt durch Elsass. Okay. Die Pfalz und Elsass haben sich gerade. Wer ist da drinne? Da ist der Elsass drinne. Auch nicht so dolle, ne? Tja. So, sie erzählen Ereignissen, religiöse Unruhen. Naja, da kommen noch die Dingen, sag schon. Die Reformation dadurch irgendwann, ne? Müssen wir mal gucken. Elsass ist hier drin und ist mit denen im Krieg. Boah, dann können wir den Krieg erklären. Ja, okay, machen wir. Marschieren wir ein. Und was geht denn jetzt gerade hier ab? Allgemeines Krankenhaus. Hingabe bräunlich. Plus 10, ja.
Wir gegen uns, was heißt das? Boah, das ist ja krass, oder? Machen wir so. Fertig. Okay. Wir müssen Eisen für unsere Festung Faust importieren. Okay. Machen wir das. Die Meinung ist besser. So. Die sind alle gegen uns, oder wie ist das? So. Jetzt lassen wir gerade gucken. Frieden verhandeln. Ah, ja, das wird nicht gehen. Wir haben ja gerade 1% nur geschafft, ne? Und da kommt man nirgendwo hin, ne? Oder wie ist das? Ja. Diplomaten abberufen. Das ist jetzt mit Burgund. Okay, berufen wir ab. Können wir da rüberziehen? Nein, weil das besetzt ist von denen. So, das würde bedeuten, wir müssen Durchgenehmigung von denen haben, um da was zu erreichen. Und das geht nicht. Und überhaupt nicht. Nassau kriegen wir die wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein. Hessen auch nicht. Gut. Das würde jetzt bedeuten, können wir nur abwarten. Gut, das Abwarten machen wir aber bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.